Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Und wir sind hier unten, weil wir hier gerade eine Schlacht geschlagen haben, weil es gab ja hier entsprechende, ne? Unsere Sachen, die wir gemacht haben, um es zu zermürben, haben geklappt. Wir haben den platt gemacht und so weiter, deswegen konnten wir hier kämpfen. Und ich hatte noch so eine große Quest hier offen. Und ich habe jetzt auch noch welche offen, ne? Hier, töte an Athener Anführer. Deswegen haben wir uns auf die Seite der Athener geworfen. Für das hier. Also für Pevki. Und haben die einfach mal platt gemacht. Oder also haben die Spartiaten platt gemacht. Damit sind jetzt hier die Athener da. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Anführer das nächste Mal wegmache, dann haben wir da wieder ganz viel Spaß, weil dann haben wir gleich zwei Quests mit einmal. Also mit ein bisschen Glück sind auch beide erledigt. Mit nicht ganz so viel Glück ist dann einer erledigt und einer zur Hälfte. Das ist ja auch schon mal was. Ja? Einfach mal nebenbei die Leute hier platt machen und richtig gute Quests absahnen. Und auch die Belohnung dazu. Nice. So, muss ich kurz gucken. Ich find's cool. Das macht sehr viel Spaß. Sehr schön. So, mal sehen, ob mein Chat jetzt auch wieder im OBS da ist. Also gerade eben war komplett mein Internet weg im Stream. Also komplett. War ein bisschen strange. Ah, ich bin ja heute noch richtig gut unterwegs. Sieht eigentlich schon ziemlich cool aus, ne? Mal hier hingucken. Wo ist das auf der Karte? So. Dann erkunden wir mal kurz das hier hinten und dann gehen wir da. Ich glaube, da hoch wollten wir dann. Zu dem Synchronisationspunkt. Ja, und dann geht's einfach weiter auf der Karte, ne? Nächstes Zeug. Lalala. So, mal gucken. Komm schon, komm. Los. Was ist jetzt? Die letzten Schläge haben so wenig Schaden gemacht im Verhältnis zu den anderen. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Meinst du? So, mach Platz. Und ja, auch Katzen können Platz machen. Machst du richtig. Halt! Ist da jemand? Ja. Komm her. Komm. Bisschen schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Er hat mich nicht ernst genommen. Er war der Meinung, er ist hier irgendwie Graf Koks oder sowas. Keine Ahnung.
Von Meinung, dass er ja was ganz Besonderes ist. Und nicht mit dem Commander. Gut, dann guck ich nochmal hier. Oh. Hier hinten sieht aber. Haben wir auch noch was? Das hier sieht aber auch sehr interessant aus. Was ist das? Ella! Ich habe ihn gar nicht gesehen. Hab ich gar nicht gesehen. Gut, ich muss dann aber leider weg. Bin dann so eine Stunde, anderthalb wieder da. Bist du noch online? Ja, wenn mein Internet keinen Stress macht, bin ich da noch online. Dann viel Spaß und bis nachher. So, okay. Aber was ist hier los? Was ist hier? Warum? Was ist denn hier? Rege, ne? Mach gut da drüben. Ella. Da unten waren wir. Drüben ist auch noch mal eins. Was sind das hier? Dreh um und geh. Ich mach mich unsichtbar. Was sind das hier für Camps? Wer pfeift denn da? Warum sind die einfach so in der Senke drin und warum bekriegen die sich nicht gegenseitig? Wo kam das denn her? Hat unser Befehlshaber noch keine einzige Schlacht verloren. Und man sagt, dass er in all diesen Schlachten nie eine. Gibt da jemand Signale? Komm mal her. Will nicht so weit laufen. Das zählt nicht als Mord. Weil er nämlich nicht gesehen hat, dass ich es war. Da. Mal raus. Danke. Deine Güte wird mir eine Inspiration fürs Leben sein. Ah, kein Ding, Bruder. Alles gut. Ja, genau das solltest du mir jetzt dann wenigstens nicht unterstellen, ne? Dass ich hier klaue. Ist immer so anstrengend mit dem. Da befreit man die und dann sagen sie nur, du hast geklaut. Ja, ist nicht deins. Lass mich doch in Ruhe. Ja, aber du hast geklaut. Ja, das verstehe ich nicht, ne? Da hast du Leute, die dich festnehmen die ganze Zeit, ne? Und die dich gefangen halten und was weiß ich, vielleicht sogar noch irgendwie schlagen und gerade mal Wasser und Brot vielleicht geben, wenn überhaupt, ne? Und das bei dieser sengenden Wüstensonne. Und wenn du die dann beklaust, nachdem du sie umgebracht hast, um ihn zu retten, da sagt er dann so, ah, das ist jetzt aber, das macht man jetzt aber nicht. Hä? Lass mich. Langsam geht es mir auf die Nerven. Dann komm hier. Komm her. Komm. Na komm hier. Na komm. Hey, du! Bis zum Tod! Ja!
Launchers. Ich brauche ein bisschen Adrenalin, komm her. Rette meinen Sohn. Ja, gut. Ja. Haben wir gemacht. Unwissentlich. Glaube ich. Na, wo ist er denn, der Sohn? Okay, anscheinend nicht. Ja, dann und los geht's. So, auf geht's. Also in den Berg hoch werden wir nicht großartig kommen. Oh, vielleicht lassen wir hier lang. Muss doch schon passen. Mysterios. Aber wieder ein Minotauro. Na komm. Du schaffst das. Interessant hier oben. Schöne kleine Aussicht, ja, doch. So, ab an die Waden hoch. Ja, schau mal. Und unter den Rock. Doch nicht. Da haben die Entwickler drauf geachtet. Das da hinten sieht schon gut aus, ne? Es wird alles uns gehören. So. Hier hinten, rette meinen Sohn. Jetzt, ne. Ja, na gut. Hätte ich ja mal vorher gucken können. Naja, dann hüpfen wir da jetzt schnell hin, teleportieren uns zurück und dann passt das schon. Wollt dem Armen da drüben ja dann mal sagen, hey, hier, so. Auf geht's. Passt schon. Ist wieder sicher. Los. Oder zumindest die Leute sind tot. Ich habe ja niemanden gesehen, der dort noch gelebt hat. Ich weiß nicht, ob die Nachrichten jetzt so super sein werden, die wir ihnen zu überbringen haben, aber... Kann ich ja dann auch nichts für, ne? Mein Dank gehört dir. Doch jetzt, da ich frei bin, gibt es viel zu tun. Hilfst du mir? Was ist geschehen? Diese verdammten Spartaner halten meinen Sohn gefangen. Sie halten ihn als Geisel, bis wir uns ergeben. Dann gibt es eine einfache Lösung. Kämpfe dich zu ihrem Lager vor und befreie deinen Sohn. Meinst du, daran hätte ich nicht gedacht? Hast du einen besseren Plan? Die Spione der Spartaner sind überall. Wenn sie einen bewaffneten Athener kommen sehen, tötet ihr Befehlshaber meinen Sohn. Das klingt wirklich vertrackt. Für meine Truppen und mich schon, aber ein Söldling hat andere Möglichkeiten.
Lass mich raten. Ich soll den spartanischen Befehlshaber töten. Du bist nicht auf den Kopf gefallen. Du weißt es noch nicht? Das wurde schon erledigt. Von mir. Mein Dank gehört dir. Du hast mehr als nur deinen Teil der Abmachung eingehalten. Zeit, dass ich meinen erfülle. Das reicht. Ich hab keine Zeit für dich. Geh! Aha. Ah ja, danke, dass du meinen Sohn gerettet hast. Ah ja, auch cool. Ah, erst hast du mich gerettet, ne? Und jetzt hast du auch noch meinen Sohn in Sicherheit gebracht. Ach, wie lieb und toll von dir. Und ach, und kaum ist die Quest vorbei. Komm, verzieh dich. Hab keine Zeit für dich. Okay. Ach, schön. Senior. Wie lange sollen wir noch hier bleiben? Wir müssen da raus. Athena kennst du? Das spartanische. Shelly ist B. Das ist schlecht. Echt jetzt? Kämpfst du gegen mich? Ich hab dich gerade befreit, Hornochse. Und das nur, weil du ein bisschen Druckwelle abbekommen hast. Mann. Also bei sowas, ne? Da sollten die Spieler dann schon hergehen und sagen, ey, komm. So, in der nächsten halben Minute kannst du mich nicht umbringen, kannst mir keinen Schaden zufügen und nix. Das ist doch albern sonst. Und weiter. Hier rein. Ja, doch, lass mal hier hochgehen. Jo. Ja. Ah, alles klar. Dann wollen hier waren wir mal. Ja schon. Ich fände das auch hier wirklich wahnsinnig gut, wenn wir einfach auch was von den Ressourcen verkaufen könnten. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt hier 90.000 Holz oder sowas. Wann soll ich das jemals? Wann sollen wir das jemals irgendwie aufbrauchen? Aber durchs ganze Zerlegen und so, damit die dann nicht immer alles erkaufen muss, ist natürlich auch viel Holz dabei. Durch die ganzen Seeschlachten hast du haufenweise Holz. Dann lass es mich doch wenigstens verkaufen. Bei Origins ging's auch. Ne? War aber hier auf einmal dann nicht mehr. Das sind dann immer so Entscheidungen. Ja, das ist dann auch eigentlich unfair dem Spiel gegenüber. Solche Entscheidungen zu treffen, weil die sind halt einfach Quatsch. Ruinen der Todesschlucht. Wann bist du weggelaufen? 30 Sekunden nach uns oder 20? Ich fliehe nicht. Genau. Ah. Wir auch nicht. Hier gibt es nichts zu sehen, nur ein paar mutige Krieger, die voller Mut mutig sind. Geht weiter. Ja. Wann bist du weggelaufen? 30 Sekunden nach uns oder 20?
Ich da stehen die nicht. Immer noch hier. Ah, wei, da stehen die immer noch hier draußen. Hat es euch noch niemand gesagt? Das ganze Thema ist durch. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sehr cool. Elektrion der Hahn. Ist der in der Höhle drin oder ist er draußen? Wirkt halt fast wie innen. Aber ist das der uns verfolgt hatte? Als wir die Quest hatten? Hat uns da irgendeiner verfolgt, aber dann halt durch die Quest und sowas ist es dann halt nicht mehr dazu gekommen? Dass der noch groß was machen konnte? Beziehungsweise ist dann halt unser Kopfgeld ausgelaufen? Das ist doch der, oder? Ich lasse mich lieber nicht sehen. Das scheint der zu sein. Sag bloß, der hat halt auch wirklich einen Hahn dabei. Gehst du kaputt bei den Leuten hier, ne? Ich weiß einfach manchmal nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ne? So, dann gehen wir dahin. Geht einfach schneller von hier aus. Mal sehen, was wir dort unten finden. Ich könnte mir sowas wie Piraten oder so vorstellen. Obwohl, Piraten werden sie dann sich vielleicht auch fürs Piraten-Cup aufbewahrt haben. Schauen wir mal. Auf jeden Fall machen wir das jetzt noch. Danach machen wir Folgenpause. Und dann gehen wir rüber ins Piraten-Cup. Mal sehen. Immerhin haben wir da noch so ein goldenes Fragezeichen. Das kann ja nur entweder irgendeine ganz tolle Höhle sein oder sowas. Oder es ist vielleicht wieder irgendeine mystische Kreatur. Da haben wir natürlich auch wieder ein bisschen Spaß. Also, kommt auf die Kreatur drauf an. Ja, doch, das sieht aber... Ja, vielleicht auch wieder nur wie so irgendein Frack aus hier unten. Ah. Es ist einfach eine langweilige Athener... Militärgeschichte. Gut, dann machen wir da mal. Rasieren wir da mal schnell durch. Oder wischen feucht durch. Eins von beiden. Also spätestens, wenn wir das Blut vergossen haben, ist es feucht. Und damit können wir bestimmt auch ein Stückchen durchwischen. Was?
Wer pfeift da? Suchst du etwas? Da war doch was. Ich hab doch was gehört. Jetzt kommt doch zu zweit. Du hast hier nichts verloren. Das überlebe ich nicht. Mit. Ich habe die Füße kaputt geschossen. Schön. Na gut. Okay. Einmal hier durch. So. Mit Öl kann man jetzt schlecht durch feucht durchwischen. Aber es ist immerhin so ein bisschen leicht klebrig und wischen kann man es ein Stück weit schon. Also es geht schon. Wir haben schon Schlimmeres. So, hier. Wenn du mich nochmal so anknurst, lasse ich dich raus und kill dich. Also hör lieber auf, mich anzuknarren. Jetzt hast du mich sauer gemacht. Wenn ich jetzt was finde, hast du Pech. Ein Glück. Okay, gut. Dann sagen gehen wir hier rüber. Also quasi gleich hier unten lang. Schauen uns das da drüben an, was wir da haben. Und dann mal sehen. Vielleicht können wir uns ja jetzt mal zeigen, was wir können und was wir haben und was wir machen. Vielleicht aber auch wieder nicht. Mal sehen, haben wir hier noch irgendwas, was. Ja, ne? Da hinten sieht aber schon ziemlich besonders aus. Ach komm, wir fahren mal kurz auf die Insel rüber. Das machen wir noch. Ich sollte lieber umkehren. Yo, hau an der Bodenfalle rum. So, hier drüben haben wir ein Steinchen. Das nehmen wir mit. So, und dann mal sehen, was wir hier noch haben. Ich würde ja hier wirklich ganz gerne mal so ein paar Besonderheiten finden. Ne? Das ist irgendwie. Es ist hier so wenig Besonderes. Das ist immer ein bisschen schade. Weil das Setting ist irgendwie cool und so generell ist es auch irgendwie cool, aber es gibt halt keine schönen Easter Eggs oder sowas. Weiß nicht.
bin ich ein bisschen traurig. Oder was heißt Easter Eggs? Aber halt. Muss ja nicht immer ein Easter Egg mit Bedeutung sein oder so, aber. Wenn wir das jetzt irgendwie ein, zweimal hatten, irgendwo so ein kleines Figürchen, was in einem Steinkreis steht oder sowas. Einfach was, was, da, was du mal finden kannst und sagst dann so, haha, cool. Das war's dann. Naja, gut. Also, als nächstes geht's darüber, beziehungsweise gleich darüber und dann werden wir weitersehen. Bis dann. Tschüss, macht's gut. Ciao.